Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier bei Kettle und Kops. Ja, wir sehen ja trocken aus und zwar auf unserem Feld Nummer 3. Wollen wir gleich mal Gas geben? Für TT. Ist noch aktiviert alles? Ja, beinahe. War schon mir ganz sicher, ob wir das runtergenommen haben. Also die Seeeinheit und Gruppe. Dann wäre das ungünstig. Ja, das ist die dritte Spur, die ich mache, aber wir haben eine übersprungen vorhin. Letzte Folge. Deswegen mache ich gleich mit dieser weiter. Ja, wir haben jetzt Ende Oktober. Dann haben wir halt noch 4 Wochen Zeit bis Dezember. Dann mal gucken, ob wir einmal mit Klärschlamm düngen könnten. Aber die Aussaat dauert sicherlich eine Weile. Es ist leider hier so. Anfangs werde ich mir das sicherlich nicht leisten können, mit dem KI zu machen. Ich denke mal auch, das ist ja auch nicht vorgesehen. Bei so einem kleinen Feldern, Bauer, Nebenerwerk, wird sich keine Angestellte leisten können, ne? So, gleich mal abbremsen. Ich mache es ja wissen so, dass eigentlich nicht gemacht wird. Das heißt, normalerweise machen die Vor- und Nachgewände. Das erspare ich mir hier mal. Wir sparen ein bisschen an Zeit ein, ne? Und werden schneller fertig. Ist ja halt so, ne? Das wird dann ziemlich zügig gehen. Das sind doch recht viele lange eintönige Folgen. Die mache ich auch nur 15 Minuten. Ja, da ist die BGH und da könnte man ganz ideal Gärreste kaufen, ne? Ob sie was haben, weiß ich nicht, aber probieren kann man es ja mal, ne? Vielleicht kriegen wir auch Geld dafür, kann auch sein. Macht ja Sinn, ne? BGH muss ja das irgendwo loswerden, ne? Wenn sie keine eigenen Felder hat, ist er auf, Bauern angewiesen, die das abnehmen, ne? Klar, habe ich noch kein Mais hingefahren, es kann sein, dass nichts da ist, ne? Könnte sein, muss aber nicht, ne? So, V anheben. Den Hammerkink müsste ich mal reparieren lassen. Aber ich glaube, wo ich das gemacht habe, da war das noch nicht bei. von Option. Ansonsten, rein in der Werkstatt, dauert einen Tag oder zwei. So, runterhängen und Gas geben. Geht so leicht bergauf, aber ich sag mal so, letztes Mal habe ich ja die andere Richtung genommen, also 90 Grad gedreht, ne? Jetzt mache ich das mal so rum, das wird sicherlich keine Auswirkungen haben, aber so haben wir das einige Jahr im Prinzip alles herum ausgesät und somit den Boden, wo fahren wir nicht wieder auf derselben Stelle wie im Jahr davor. Klar, die Spuren kreuzen sich und dadurch ist das nicht ganz extrem vom Verfestigen her, ne? Ob das nun hier was ausmacht, glaube ich eher nicht, aber wir erleben wir das so, ne? Kann man ja auch durch Schräge fahren, aber diesen kleinen Feld ist es halt so, ne? Hoffen wir mal, dass unser Dünger ausreicht. Der Dünger wird sicherlich reichen. Wir düngen da nicht allzu viel. Aber darum unser Saatgut reicht, ne? V anheben. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Ist ja auch eine Kostenfrage, ne? Man könnte auch sicherlich einstellen, was könnte man theoretisch, wie viel Kilogramm pro Quadratmeter könnte man einstellen, sicherlich, wenn es gehen würde. Geht hier, glaube ich, aber nicht.
Ich schaue immer auf die Anzeige, ob Dünger weniger wird und ob Saatgut weniger wird. Nicht was nachher was umsonst machen. Ne? Ist mir ja im letzten Aussaat im Frühjahr ja passiert, ne? Dass ich im Prinzip einige Stellen kein Dünger gegeben habe. Ne? Und das ist ja, ob das sich dann auswirkt, ja, keine Ahnung, ne? Ob das hier was beeinflussen könnte. Im realen Leben ja sicherlich so, ne? Aber ich sehe mal so, dass wir die alte Saat gut wegkriegen. Und noch an Resten rum. Drüben ist sicherlich ein bisschen mehr, deswegen ist es hier. Aber hier die Fälle, die ein, zwei Fällen. Ja, kriegen wir weg. Ein bisschen langsamer fahren. Anheben, ne? Das wollen wir noch machen. So. TT und dann gleich mal auf V gehen, sobald wir Richtung Feld mit dem Gerät erreicht haben. Ist auch ein bisschen blöd, weil ich sehe, ein der Prinzip noch außerhalb ist. Aber wir wollen ja vor Gruppe, ne? Ja, das Feld 3 ist ziemlich groß, ungefähr 4 Hektar. Da muss ich überlegen, ob ich da das entsprechend offline weitermache. Aber bei mir ist ja eigentlich darum, dass ich das Spiel zeige. Oh, Sonne geht höher. Und da gehört das dazu, ne? Im weiteren Spielverlauf, wenn nachher die Geldmittel da sind, viel mehr Felder haben, dann könnte es sein, dass ich auch sage, okay, lassen gewisse Arbeiten parallel laufen mit Flügen zum Beispiel. Also in weiter Zukunft. Denn das muss ja auch bezahlbar sein, dass wir ein zweites Gerät haben oder zumindest eins leihen können. Ne? Wenn der Ertrag kam gerade eine Meldung, dass man den Bogen nicht gehört. So, wenn ihr es sehen könnt, ich habe es nicht mehr richtig gesehen. Aber, na gut. Nehmen wir nicht so genau, ne? Da vorne was vergessen. Ja, Saatmaschine ging noch rechts an die Reihe. Ja, so, weh. Mach dich vom Acker. Aber Rehe ist naturnormal. Das hast du im Reell eben auch, dass die ab und zu mal was rauskratzen. Aber mit dem muss man leben, ne? Deswegen ist es wichtig, dass die Tiere auch entsprechend Natur finden kann, wo sie im Prinzip leben dürfen, ne? Und können. Bei mir zu Hause ist das so. Da gibt es Ecken, die lohnen sich nicht wirtschaftlich. Und da hat die Natur noch Platz. Hier sicherlich auch. Ist ja so. Man darf natürlich keinen Düngerhändler fragen, was du machen sollst, um Erträge zu bekommen. Ja, da wird sicherlich die Meldung hören, dass es mehr Dünger hilft, ne? Aber das ist bei weitem nicht so, ne? Oh, was kam jetzt? Mal gucken. Ne, da oben. Achso, mit der Maus. Wir haben Rekord geschafft. Wer das Düngen schon? Ja, schon das Korn. Ja, weil ich so wenig Dünger gebe, ja, wenn der Boden so viel noch Dünger hat, ne, ist ja dann nicht notwendig. Ladung gekauft, XP erhalten, das finde ich. XP braucht man zum Beispiel, um Felder
kaufen zu können. Und Ansehen, andere Felder kaufen zu können. Also ein Feld, was ich mal kaufen wollte, das war, da muss man Hafen 50 Ansehen haben. Habe ich noch nicht. Aber da arbeiten wir uns hin, ne? Im nächsten Jahr im Hafen wird halt viel verkauft, ne? So, dafür ein guter Punkt. Aber Stau. Aber wie gesagt, da muss noch ein bisschen Zeit. Ein Feld. Ja, was kosten die Felder überhaupt? Muss ich mal entscheiden, wenn wir mit der Aussaat fertig sind. Das macht es ja ganz gut von der Ernte her, wenn beide Felder oder wenn es drei Felder sind, zum gleichen Zeit reif werden. Ne? Also das entscheiden wir uns nachher, oder ich. Oder das könnt ihr auch entscheiden. Naja, bald zu spät. Also Wünsche müsst ihr einfach einschreiben im Kommentarfeld. Und wenn sie das machbar ist, dann ist Feldkauf. 90.000 habe ich noch. Knappe. Da ist dann sicherlich einiges möglich. Heißt mehr Ertrag, mehr Verdienst, ne? Das ist ja ganz wichtig, da kann man auch mehr, ja, noch schneller erweitern, kann man sagen, ne? Wachsen halt, ne? Umso früher können wir auch neue Geräte kaufen. Für andere Aufgaben halt, ne? Beispiel Mais zum Beispiel. Ja, optisch gesehen, eine Veränderung ist da. Mal ganz kurz beim Rennen. Und mal schauen, was die Felder so kosten. Verfügbar. Das Feld 3. Feld 2. Das wäre da. Feld 2 wäre die Ecke. Das kostet. Sommer, da ist wieder mit Mais. Feld 5. Das wird da. Also Feld 5 und. Das wäre 6. 2 wäre das. 1. Also Feld 5 wäre interessant. Und Feld 7. Feld 7 ist sogar. Und da müssen wir jetzt noch viel düngen. Und das 41.000. Gegruppert ist es schon. Also ich entscheide mich mal heute. Das Feld kaufen wir. Das ist Feld Nummer 7. Wenn ich kaufen kann. Ändern sich nicht viel. Kaufen. Besitz, Wachstum. Kaufen. Und Feld 2. Oder 1. 6. Zwei, eins, Läufe weiter weg, 10 auch noch, 11, 12, das wird übrigens am Hof, 12 wären 4,8, das können wir nicht mehr leisten, 13, und interessant das andere Feld, war dieses für 5. Ich habe noch Geld, 48.000. Dann haben wir ja noch ein bisschen Saatgut und Dünger im Hof. Das müsste ja hinkommen.
Gut. Jetzt habe ich ein bisschen mal das Fenster ausgelehnt. Das heißt, wir haben noch Arbeit. Aber so muss das funktionieren. Theoretisch. Ist schon nur mit Laien. Oder, naja, verkaufen ist blöd. Starten. Ist ja nicht nur Saatgut, wir müssen ja auch noch diese Erntemaschine ausleihen, ne? Gut, 8 Stunden brauchen wir nicht, das weiß ich genau. Jetzt 4 müssten ausreichend sein. Roggen wird noch eine Weile hinkommen. Dünger hätten wir noch im Hof, was? Von der 15. Na, laufen wir nicht quer vom Auto. Vom Traktor. Ja, wäre das Feld genau gegenüber und das andere Feld. Das passt doch genau, ne? Kann da nicht mehr meckern. Vor allem über fremdes Grund. Und dann können wir entsprechend. Theoretisch halt rüberfahren, ne? Aber da müssen wir mehr Dünger einstellen. Also es kann sein, dass ich noch frühzeitig Geld leihen muss. Aber so spät wie möglich. Notfalls weniger Dünger halt, ne? Das wäre ja Blödsinn. Um mehr Ertrag zu bekommen, mehr auszusehen und dann am Ende zu sagen, okay, wir haben das Geld jetzt für Zinsen ausgegeben, wenn wir Ertrag haben. Ne? Oh! Schau, die Folge ist wieder geschafft für heute. Ich sag mal tschüss und ciao. Und ein dickes Dankeschön für fleißig reinschauen. Aber leider, morgen geht das mit der Aufsaat weiter. Für mehr können wir uns nicht leisten. Das ist halt mal so am Anfang, ne? Tschüss. Jo, vielleicht sehen wir uns mal wieder. Jetzt mal nur die Aufsaat, aber immerhin, ne? Tschüss, ciao. Und bis dann und tschüss. Tschüss.